Katharina Käthchen Paulus, geboren bei Offenbach. Sie war die erste deutsche Berufspilotin, eigentlich Ballonfahrerin und Fallschirmspringerin. Gemeinsam mit ihrem Mann absolvierte sie unzählige Ballonfahrten vor großem Publikum, überall in Deutschland, auch in Frankfurt und Weilburg. Und selbst nachdem ihr Mann tödlich verunglückt war und nachdem sie sich von einer tiefen Depression erholt hatte, machte sie weiter, stieg auf und sprang ab. Also sie war wirklich bekannt, sie war ein Star und sie war vor allen Dingen auch eine Frau. Und diese Kombination und dann da aus diesen Höhen abzuspringen, ohne Wenn und Aber, das war unglaublich. Wie gut konnte sie sich denn selbst verkaufen? Also heute haben wir Twitter und Co. Sie war ein Genie. Also meiner Meinung nach war sie wirklich ein Marketing-Genie. Also es gibt kaum eine, Markteröffnung, irgendetwas, wo sie da abgesprungen ist. Ja? Selbst in Weilburg ist sie dann auch abgesprungen. Also sie hat sich praktisch verkauft, habt ihr ein Event, würde man heute sagen, bin ich da und springe aus meinem Ballon. Und da hat sie auch verschiedene Gerätschaften gehabt, von denen sie runtergesprungen ist. Verschiedene Kostüme hatte sie gehabt. Also diese Frau war grandios. Interessanterweise, Fallschirme gab es ja damals so noch nicht und das war natürlich für die Leute immer ein, ich glaube, vielen ist da fast das Herz stehen geblieben, wenn die da losgesprungen ist mit ihrem umgekippten Regenschirm. Richtig. Ich glaube, so muss man es ja wohl nennen. So muss man es sehen. Ja, und sie hat aber tatsächlich aus diesem Ding letztendlich das Geschäft ihres Lebens gemacht. Ja, das ist korrekt. Also sie war, wie man heute, ohne es negativ zu belegen sagen würde, eine Kriegsgewinnerin des Ersten Weltkriegs. Und zwar hat sie, damals steckte ja auch noch die Fliegerei, sage ich jetzt mal ein bisschen in den Kinderschuhen, hat sie es geschafft, für die deutsche Armee die Fallschirme zu nähen, zu verpacken und an die Soldaten auszuliefern. Und sie war die, die das konnte. Sie hat es ja bewiesen 20 Jahre lang, dass sie hat ja selbst genutzt. Ja, wenn sie es nicht gekonnt hätte, wäre da und hat damit wirklich das Geschäft ihres Lebens gemacht, sie und ihre Näherin. Das muss ja damals für die Piloten auch interessant gewesen sein. Durch die Bank weg alles Männer, die Offiziere häufig auch Adlige und plötzlich kommt eine Frau und sagt ihnen, dieses Flugzeug, was dein Ein und Alles ist, kannst du auf diese Art und Weise verlassen. Wo man doch lieber einen Heldentod gestorben wäre, also damals. Damals vielleicht. Ja, also da stelle ich mir auch, ich stelle mir das spannend vor. Sie hatten ja keine andere Chance. Ja, hätten Sie jetzt gesagt, naja, also von der Frau nehmen wir nicht den gepackten Fallschirm, ja, dann wären Sie halt ohne hoch. Ich glaube, da vor der Wahl zu stehen, dann nehme ich doch lieber von der Käthe Paulus, die ja, ich sag's mal so, ihr Auftreten, ihre Kostüme, wie sie sie hat. Es ist zwar relativ weiblich, aber sie stellt sich auch schon sehr robust dar. Das heißt, sie war, hatte durchaus sicherlich auch eine sehr männliche Seite und wusste sich dazu verkaufen und letztendlich hat sie gesagt, ich weiß, wie es geht, ich springe damit selbst ab. Wenn ihr es nicht wollt, tja, dann geht ohne hoch. Kann man sich darauf einigen, dass es einfach eine sehr selbstbewusste, erfolgreiche Geschäftsfrau war? Sie war auf jeden Fall eine erfolgreiche Geschäftsfrau. Sie muss selbstbewusst und mutig gewesen sein, sonst hätte sie das alles nicht gebracht. Und sie hat selbst geschafft, sich aus einer Depression rauszuschaffen. Und das ist für mich in der Kombination, ist das für mich absolut, ja, absolut erstaunlich, auch für die damalige Zeit. Eben, sie hatte ein Alleinstellungsmerkmal. Ja. Das ja. haben ja nicht mal Männer gemacht. Nein, das haben nicht mal Männer gemacht. Und sie hat ihnen gezeigt, es geht auch weiter. Es geht immer weiter und ich schaffe es immer wieder, mich irgendwie in meinem Schopf aus dem Sumpf zu ziehen. Und das finde ich persönlich unglaublich, unglaublich spannend, unglaublich bemerkenswert. Wie ist sie eigentlich gestorben? Sie ist sehr einsam gestorben. Sie ist einsam gestorben, relativ verarmt auch, das weiß man, in Berlin. Und ja, still und leise eigentlich auch beerdigt worden. Hat sie das Geld durch die Weltwirtschaftskrise verloren? Weiß man nicht. Das weiß man nicht. Das weiß man nicht. Ich habe auch viel recherchiert, wie sie ihr Geld verloren hat. Ich denke mal, es wird zum großen Teil durch die Weltwirtschaftskrise gekommen sein. Und natürlich, dass irgendwann auch ihr Geschäft sich überlebt hatte, ihre Kunst. Dass sie, irgendwann ist sie auch älter geworden. Ich denke, das ist auch ein Punkt. Ja. Und natürlich auch diese Schau, wo du 1905, 1910 noch was mit reisen konntest. In den 20er Jahren, 30er Jahren, dann kam irgendwann auch der Zweite Weltkrieg. Da war dann auch vorbei mit Auftritten. Ich denke, das war eine Kombination aus vielem.